Hallo, liebe Freunde der Bienen und der Imkerei. Kommen wir zum Thema Imkern in unserer Region. Ich bin der Bienenfachwart des Landesverbandes Bayerischer Imker, Klaus Becker, und darf Schulungen für unsere Imker halten. Wir müssen mit sehr vielen Bienenvölkern für den Erhalt unserer Blütenbestäubung hier sorgen. Das geht mit den Bienen am besten. Durch Schulungen und Imkern auf Probe wird das Wissen um den Bienen weitergegeben und der Erhalt der Bienen soll uns Freude bringen. Sie sehen mich dort an der Seite, wie ich dabei bin, Bienenrähmchen nach dem Ausschmelzen des Wachses im Sonnenwachsschmelzer möchte ich die Rähmchen hier in eine Lauge reinigen. Dazu haben wir ein Putzgeschirr entwickelt, aber das ist ein ganz anderer Vortrag. Es geht aber ganz flott, wie man hier sieht, wie die Rähmchen auf einfache Weise gereinigt werden können. Und wenn dann die Arbeit weitergeht, kommt plötzlich ein Anruf. Irgendwo ist ein Bienenschwarm, der sich niedergesetzt hat, wie auf Folie 3 zu sehen ist. Der Bienenschwarm dort hängt in der Nähe des Golfplatzes und die Golfer haben angerufen. Dort hängt ein Schwarm, der sieht aus wie ein Herz. Man könnte sich richtig in dieses Herz verlieben. Kommt bitte einer und holt diese Bienen dort ab. Die Jungimker haben dazu gar keine Angst. Zum Beispiel, man nehme einen Eimer, halte ihn unter diesen Bienenschwarm und schüttle an den Ästen, dann fallen die Bienen in den Eimer hinein. Aber man muss aufpassen, denn das Gewicht der Bienen ist manchmal doch schwerer, als man denkt. Da kommen schon manchmal einige Pfunde zusammen. Ja, den Eimer nimmt man dann und trägt ihn zur Bienenbeute, was im Bild 4 zu sehen ist. Bei der Bienenbeute wird der Eimer umgestülpt und die Bienen wie Wasser in eine Badewanne, mit dem Eimer in eine Badewanne geschöpft werden kann, so werden die Bienen in die Bienenbeute, so nennt der Imker den Kasten, eingeschlagen und haben da eine neue Wohnung gefunden. Wichtig ist dabei, dass das Flugloch aufbleibt und dass die Bienen sich wirklich in Ruhe dort sammeln können. Der Kasten bleibt einige Zeit stehen und wenn oben die Bienen nicht mehr hin und her sausen, sondern schon alle drin sind, dann geht es einfach so weiter. Man nimmt schnell eine Folie, deckt sie oben drüber und den Deckel oben drauf, so dass die Bienen nur noch durch das Flugloch ein- und ausfliegen können. Die Nachricht geht bald rum, dass Bienen, die noch irgendwo im Gebüsch sind, hier durch das Flugloch ihren Eingang finden und ein- und ausfliegen können. Am Abend wird diese Beute auf einen neuen Platz gestellt und das Bienenvolk kann von da aus dann gemütlich anfangen zu arbeiten. Am nächsten Tag fliegen sich die Bienen ein und merken sich den Platz und dann fliegen sie aus und sammeln Nektar und Honig und Kitharz, um daraus Propolis zu machen. Es geht immer weiter. So, wenn man Pech hat und in einem anderen Volk, das dort steht, plötzlich Zellen festzustellen sind, dann steht die große Frage an, was mache ich denn nun? Hier im Bild 6 wird gezeigt, das Volk unten hatte Zellen angesetzt
oben in, oder in dem Volk waren die Königin noch zu finden, weshalb die ganze Beute genommen wurde und auf einen neuen Platz ca. 5 bis 6 Meter daneben aufgestellt wurde. Hier am alten Platz hat man einen kleineren Kasten hingestellt und ein paar Waben reingehängt. Jetzt sind erstmal alle Bienen bei dem Volk, das weggestellt wurde, mit der Königin und den Zellen. Die Zellen nimmt, die Waben mit den Zellen nimmt man raus, lässt sie hier an dem alten Platz. Und die Bienen fliegen ein und aus von dem neuen Platz und suchen sich Nektar und Pollen. Aber beim Heimflug verfliegen sich die alten Bienen und fliegen zurück in die, zum alten Platz und gehen dort in die Beute, wo die Königin gar nicht mehr ist. Und die Königin am neuen Platz, die merkt, es sind gar keine Altbienen mehr da. Sie kontrolliert schnell, ob noch irgendwo Zellen sind. Wenn ja, dann beißt sie sie auf und baut sich dort ein neues Bienenvolk auf, indem sie anfängt, Eier zu legen. Und das Volk mit den jungen Bienen wird sie entsprechend pflegen. Hier am alten Platz steht ja das Bienenvolk mit den alten Bienen und den Zellen. Die alten Bienen pflegen die Zellen und bauen damit auch ein neues Volk auf. So hat man am neuen Platz und am alten Platz zwei Bienenvölker aufgebaut und es geht weiter mit der Imkerei. Hier zieht der Gerhard eine Wabe raus, klappte die Schwarmverhinderung durch das Wegstellen des Volkes um nur wenige Meter und wurde aus der alten Zelle am alten Platz eine brauchbare Königin. Oh ja, das hat gut geklappt, wie er im nächsten Bild zeigt. Es klappte wirklich wunderbar. Die junge Königin hat schon ein großes Brutnest angelegt und hier nach etlichen Tagen, circa ein Monat wird es sein, ihre Eier gelegt. Da schlüpfen dann täglich wieder viele, viele junge Bienen raus und das Volk wächst und wächst und kann im nächsten Jahr ein großes Volk werden. Die Königin im Mai legt bis zu 2000 Eier. Das ist eine große Zahl. Das heißt, auf jeder Seite der Wabe werden etwa 1000 Eier abgelegt, die dann nach 21 Tagen schlüpfen daraus dann die Bienen. Und es ist erstaunlich, am 21. Tag 1000 Bienen, die schlüpfen, am 22. Tag 1000 Bienen, die schlüpfen, am 23. Tag wieder 1000 Bienen, die schlüpfen oder sogar 2000. Man wundert sich, wie schnell das dann geht in den Monaten Mai und Juni. So, geht man weiter und geht man mal zum Zeidlerhaus. Das Zeidlerhaus auf dem Gelände der Firma Adidas steht seit Sommer 2015 dort und wird auch von vielen Imkern World of Bees genannt, beziehungsweise das Zeidlerhaus des Beamten Konrad. Dort stehen einige Bienenvölker im Hause und auch Bienenvölker außerhalb des Hauses, um den Umgang mit den Bienen an Jung und Alt weitergeben zu können. Hier kommt eine Kindergartengruppe in zum Zeidlerhaus, um die Bienenvölker zu begutachten. Mit viel Spaß und Gaudi haben sich kleine Imkeranzüge angezogen, die einst von der Firma Adidas gespendet wurden. Und der Klaus Becker, hier verkleidet als Beamter Konrad, zeigt den jungen, interessierten Kindern, was alles bei der Imkerei zu beachten ist. Man ist erstaunt, wie viel Wissen die Kinder dort haben
und was sie denn alles für Fragen stellen, das ist eine richtige Freude für die Kinder wie auch für die Erwachsenen, wenn sie ein solches Treffen mitmachen können und miterleben dürfen. Was erzählt man dort alles? Als Beamter Konrad erzählt man natürlich, hier wie auf der nächsten Folie zu sehen ist, über die Geschichte der Imkerei in unserer Region, die in dem Zeitlerhaus an der Wand nachzulesen ist. An den Budenwand wird mit Kopien alter Urkunden aus dem Jahr 1002 und auch aus dem Jahr 1348 hingewiesen, dass die Bienen in unserer Region schon mehr als 1000 Jahre gepflegt werden. Hier, Kaiser Heinrich II. Hat das Dokument geschrieben, in dem die Citaluoides genannt sind, und später der Beamte Konrad 1348 hat bei der Umbenennung von Uracha in Herzogenaurach darauf hingewiesen, was er alles für Bienenvölker in den Wäldern hatte, die in den Zeidelweiden rund um Herzogenaurach hatte, die drei Zeidelweiden, die dort sind, und dass er Bienenvölker aus den Zeidelweiden zu seinem Haus geholt hat. Da hat der Beamte Konrad etliche Geschichten, die er den Kindern und Erwachsenen erzählen kann. Das macht eine große Freude. Aber neben dem Zeidlerhaus haben wir noch hier, wie auf der nächsten Folie zu sehen ist, das Lehrbienenhaus oder ein kleines Lehrbienenhaus mit 7 bis 8 Völkern, die dort untergebracht werden können. Hier sind es 7 Völkern, die in 7 Beuten unterwegs sind, mit je ca. 60.000 Bienen und 600 bis 800 Drohnen. Wenn man da bedenkt, das sind fast 500.000 Bienen, die da im Frühjahr zur Verfügung stehen, um in kurzer Zeit die Blütenbestäubung in den Wäldern und in den Bäumen und Gärten und Wiesen und Feldern durchführen zu können. Es ist eine Freude, wenn wir das machen. Hebt man oben den Deckel ab, liegt oben auf dem Rähmchen eine Folie. Die Folie verhindert, dass die Bienen beim Abheben des Deckels, wodurch ein leichter Unterdruck entsteht, nicht aufgeschreckt werden und einem gleich ins Gesicht fliegen. Die Bienen können aber links und rechts unter der Folie raus und können auch über die Folie laufen. Das ist ganz normal. Also die Folie muss da nicht exakt abschließen. Im Gegenteil, wenn sie zu exakt abschließt, findet auch kein Luftaustausch nach oben statt, der auch notwendig ist. Schaut mir dann das Bild 4 an. Wer wollte da anfangen, die Bienen zu zählen? Sie krabbeln unten herum, sie krabbeln oben drüber und bald werden sie hier oben auch kleine Wachsansammlungen aufbauen, dass die Folie ihnen nicht zu dicht auf dem Kopf liegt und sie von einer Seite auf die andere Seite wechseln können. So bauen sie ihre Wege und heben tatsächlich die Folie zu diesem Zweck auch in die Höhe. Wenn dann die 7 bis 8 Völker da unterwegs sind, ist es auch wichtig, die Varroamilbe zu verfolgen. Wie stark ist die Varroamilbe in den Völkern drin? Die Varroamilbe ist ein Schädling, den wir schon Jahrzehnte leider haben. Ganz am Anfang meiner Imkerei gab es die noch nicht, aber es wird schon mehr als 30 Jahre sein, die Varroamilbe jetzt insgesamt da ist. Und sie muss bekämpft werden, einerseits nach den Regeln, die das Gesundheitsamt ausgibt, aber andererseits auch, weil sonst die Bienenvölker entgehen würden. Wir machen hier eine Kontrolle des Varroa-Befalls mit Varroa-Gittern.
die von hinten unten in die Beute eingeschoben werden können und dort untersucht werden kann, was sich da, wie stark die Varroa-Belastung ist. Das Überprüfen des Varroa-Befalls durch die ins eingelegte Gitter ist recht einfach. Man zieht das Gitter heraus und hebt oben das Gitter wieder ab und schaut danach, wie viele Varroen sich dort angesammelt haben. Nach zwei heißen Tagen, vorher hatte man das Gitter oder die Platte gereinigt und das Gitter abgenommen und die Platte gereinigt. Nach zwei heißen Tagen wurde hier nur eine lebende und zwei tote Varroa-Milben gefunden. Also ist kein gar zu großer Befall da gewesen, der Aktionen notwendig macht. Geht man draußen ans Fluchloch und schaut den Bienen zu, dann sieht man, dass sie ein- und ausfliegen. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass sie Pollen eintragen in ihren Pollenhöschen. Und es ist ein ständiges Kommen und Gehen und es honigt mal wieder. Das ist das, was sich der Imker eigentlich wünscht. So werden mit der Zeit alle Zellen in einem Rähmchen gefüllt. Und die Oberseite des Rähmchens ist schon zum Teil verdeckelt und unten sind die Bienen ganz stark daran, die Zellen noch fertig zu füllen und dann auch zu verdeckeln. Honigwaben mit ausgereiftem Honig werden entnommen, dabei dunkle Waben nach oben gewechselt, um sie aussortieren zu können. Am besten wartet man aber noch ein bisschen hier. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Es sollte noch mehr verdeckelt sein, wie die Erfahrung zeigt. Aber man hat auch andere Möglichkeiten. Man nimmt den Refraktometer und streicht vorne auf das Glas etwas Honig mit einem Streichholz oder einem Zahnstocher. Und der Wassergehalt muss kleiner als 18% sein. Dann ist der Honig kann der Honig verwendet werden. Je niedriger der Wert ist, zum Beispiel 17% oder 16% Wassergehalt, desto besser ist es und desto länger kann er aufgehoben werden. Dann schafft man all die oder kehrt die Bienen ab und schafft all die Waben nach Hause oder in einen Raum, wo der Honig geschleudert werden soll. Der Raum sollte aber möglichst bienendicht sein, dass die Bienen nicht merken, wo geschleudert wird, denn sonst hat man nur Ärger mit dem Kampf der Bienen, die ihren Honig eintragen wollen. Es muss erst entdeckelt werden mit einer Entdeckungsgabel. Es muss geschleudert werden nach dem Entdeckeln. Der Honig wird gesiebt, wenn er aus der Schleuder rausläuft, mit einem Feinsieb, mit einem Doppelsieb. Und am Schluss wiege ich auch jeden Eimer, wie viel Honig denn von den Völkern, die man geerntet hat, wie viel Kilogramm man da ernten konnte. Dann wird der Honig in einen größeren Behälter umgeschüttet, wo er einige Tage steht, um den Schaum hochkommen zu lassen, sodass der Schaum abgeschabt werden kann und der Honig dann wieder aus dem großen Behälter in einen Eimer mit maximal ca. 12,5 Kilogramm Honig eingelagert zu werden, um nachher im Herbst oder Winter auf den Honig zurückgreifen zu können, der da in der Zwischenzeit wieder im Eimer fest wird. Natürlich kann man auch gleich am Anfang anfangen, einen Teil des Honigs zu verkaufen, aber beim Verkaufen muss man aufpassen, dass der Honig nicht zu lange gelagert wurde, denn wenn er zu lange gelagert wurde, kann es
bei gerade frisch abgeerntetem Honig passieren, dass er zu fest wird. Also entdecken, schleudern, sieben, wiegen, alles muss getan werden, damit man eine gute Ernte hat und Freude an seinem Honig hat. Kommen wir zu einer anderen Aufgabe hier mit dem Bild 13. Wir hoffen, bald einen Raum gefunden zu haben, wo das Imkermuseum oder das Imkereimuseum untergebracht werden kann. Im Moment stehen die Sachen alles noch im Obermembach, im Imkereckmuseum, und das darf leider nicht mehr besucht werden. So, deshalb suchen wir einen Ersatz dafür. So, wenn man Zeit hat, hat der Klaus auch mal sich die Aufgabe gemacht, mit seiner Arpe, die er ansonsten nur für die Imkerei nutzt, einen kleinen Ausflug in den Spessart und weiter bis nach Gießen durchzuführen, um am Geschwistertreffen der Familie teilzunehmen. Man muss auch mal an die Familie denken und nicht nur immer an die Imkerei. Das ist selbstverständlich eine schöne Sache. Aber wenn er wieder zurück ist, da melden sich schon wieder Kindergruppen an, die die Imkerei besichtigen wollen. Hier zum Beispiel die Kinder von der Kita Villa Herzolino, die am Zeitlerhaus World of Beans beziehungsweise am Zeitlerhaus des Beamten Konrads wissen wollen, was da alles bei der Imkerei passiert. Der Beamte Konrad, natürlich verkleidet ist er, es ist in Wirklichkeit der Klaus Becker, erzählt dann den Kindern, wie es einst war, als er Stadtschreiber war und die Urkunde zu schreiben hatte, um aus Uracher Herzogenaurach zu machen. Und all die schönen Geschichten damals, wie der Met erfunden wurde und was noch alles für Tricks gab, wie man den Honig aus den Wipfeln der Bäume erntete, das war eine wichtige Sache. Und der Beamte Konrad hat so viele Geschichten, dass die Kinder da schön zuhorchen. Aber der Beamte Konrad verabschiedet sich dann und der Klaus Becker fragt dann die einzelnen Kinder, was sie denn noch so wissen, und lässt sie auch reden und lässt sich erzählen von ihren Sorgen und Erfahrungen, die sie in der Imkerei haben. Man wird erstaunt sein, was die so alles wissen und was sie alles an Erfahrung haben. So, zum Schluss jetzt Bild 16. Wieder einmal haben unsere Bienen für eine gute Bestäubung bei circa 2 Millionen Blüten pro Tag und Volk gesorgt. Bedenkt einmal, 2 Millionen Blüten werden pro Tag bestäubt. Das ist schon eine Sache, da kommen Hummeln und Co. wirklich nicht mehr mit. Das Wissen um den Bienen wurde auch heute wieder erweitert und die Leute haben was dazugelernt. Es ist lehrreich, sowie Freude und Spaß macht, mit den Bienen zu arbeiten und so die Zukunft der Natur zu sichern. Es ist immer wieder etwas Neues zu erleben. Ich danke Ihnen mit freundlichen Imkergrüßen und bleibe Ihr Klaus Becker, der Fragen gerne beantwortet. Dankeschön.